Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Mittwoch haben wir die Bundesnotbremse hier im Deutschen Bundestag beschlossen. Der Bundesrat hat unterdessen zugestimmt, und das Gesetz ist so weit, dass es nun in Kraft treten kann. Das alles ist gemacht worden, damit wir die dritte Welle der Pandemie brechen können. Und es zeigt, die Lage ist ernst. Wir müssen etwas tun, aber wir handeln. Was wir heute tun, ist, dass wir über einen ergänzenden Baustein diskutieren. Etwas, was wir machen, um ebenfalls dafür zu sorgen, dass wir diese Pandemie überwinden und eine bessere Zeit erreichen. Und dazu dient der Nachtragshaushalt. Es geht darum, nach vorne zu kommen, die Pandemie zu überwinden. Es geht um Mittel für den Gesundheitsschutz. Und es geht um finanzielle Unterstützung, wie die Überbrückungshilfe 3 und viele, viele Unterstützung für Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da der Bundestag die pandemische Notlage bis zum 30. Juni festgestellt hat, haben wir auch die Unterstützungsleistung verlängert und ausgebaut. Zusätzliche Unternehmenshilfen sind bewilligt worden, die Impfstoffbeschaffung wird besser unterstützt, und die Impf- und Testkampagne sowie der Kinderbonus sind für 2021 vorgesehen. Massive finanzielle Unterstützung für die ganze Gesellschaft. Sie kommen auch an. Die Unternehmenshilfen zum Beispiel. Auf Bundesebene sind bereits fast 95 Milliarden Euro abgeflossen. Und das ohne die Mittel für Kurzarbeit und die steuerrechtlichen Maßnahmen. All das sichert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. All das ist die Grundlage dafür, dass Deutschland wirtschaftlich besser durch die Krise gekommen ist als viele, viele andere Länder. Und wir sagen heute, wir werden das bis zum Ende der ganzen Zeit durchhalten. Wir stehen bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern und bei den Unternehmen. Denn nach der Pandemie wollen wir durchstarten. Wir werden wieder miteinander und nicht zu Hause auf Abstand sein. Das gesellschaftliche Leben wird wieder voll da sein, die Kinder in ihren Schulen und Kitas. Und wir werden im Spätsommer hoffentlich wieder in einem Biergarten sitzen können. Und wir werden auch wirtschaftlich wieder durchstarten können. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind, werden zurückkehren können an ihren Arbeitsplatz. Die vielen Selbstständigen und Künstlerinnen werden wieder ihrer Tätigkeit nachgehen können. Dass das möglich ist, müssen wir jetzt planen. Dafür tragen wir Vorsorge mit diesem Nachtragshaushalt. Es geht um Geld, aber es geht um viel mehr. Es geht um die Zukunft und den Wiederaufstieg in unserem Land. Das ist ein Teil der Hoffnung, die mir sehr wichtig ist. Durchstarten heißt auch, erst recht nach der Pandemie haben wir unsere Zukunftsaufgaben zu lösen. Und sie müssen unsere große Aufmerksamkeit haben. Es geht um unsere wirtschaftliche Stärke in den 20er Jahren, um sichere Arbeitsplätze, den Klimaschutz und die moderne digitale Infrastruktur, um nur ein paar sehr wichtige Aufgaben zu nennen. Wir brauchen ein hohes Niveau an Investitionen in den Klimaschutz, in den digitalen Wandel und die Mobilitäts- und Energiewende. Damit die Innovationen gelingen, müssen wir aber auch hohe Investitionen im Bundeshaushalt absichern. Und das geschieht mit dem, was wir hier tun. 59 Milliarden in diesem Jahr, 50 Milliarden in all den Folgejahren. Das ist ein Rekordniveau, ein notwendiges, aber ein richtiges Rekordniveau für Investitionen in die Zukunft. Der Bundeshaushalt besteht aber nicht nur aus Ausgaben, sondern auch aus Einnahmen. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, dass wir gerade dabei sind, mühselige Fortschritte Stück für Stück voranzubringen, die notwendig sind, indem wir nämlich für eine faire Steuerpolitik kämpfen, indem wir uns dafür einsetzen, der Steuervermeidung und der internationalen Steuerverlagerung entgegenzutreten. Herr Kollege Scholz, sind Sie offen für eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Fritsch aus der FDP? Ach ja. Ich danke für diese Großzügigkeit, Herr Minister. Herr Minister, da Sie ja keine einzige Minute, nachdem Sie ganz am Anfang mal kurz den Haushalt vorgestellt haben, keine einzige Minute während der Haushaltsberatungen im Haushaltsausschuss waren und jetzt hier gesagt haben, dass Sie die Investitionen hochgefahren haben, würde ich Sie fragen, ob es stimmt, dass Sie in den Haushaltsberatungen als Koalition die Investitionen wieder runtergefahren haben in Milliardenbeträgen. Danke, Herr Fricke.
Schönen Dank für Ihre Frage. Wir haben hier eine sehr langfristige Investitionspolitik. Und ich sage das noch mal. Jedes Jahr werden es in den künftigen Jahren 50 Milliarden sein. Und wir werden in diesem Jahr 59 Milliarden haben. Ich habe es bereits berichtet. Es ist eine ganz starke Investitionspolitik. Und es ist etwas, was man, glaube ich, nicht in jeder Koalition zustande kriegt. Aber in dieser haben wir es immerhin geschafft. Und das ist ein guter Fortschritt. Ich will zurückkommen zu dem, was ich eben versucht habe anzufangen, nämlich darauf hinzuweisen, man darf nicht nur über das Geld, das man ausgibt, reden, sondern man muss auch darüber reden, wie wir die richtigen Einnahmen haben, indem wir für faire Steuern und gegen Steuervermeidung und Steuerverlagerung uns einsetzen. Und deshalb hier der Hinweis auf eine ganze Reihe von Vorhaben, die gegenwärtig im Gange sind. Zum Beispiel das Steueroasenabwehrgesetz, zum Beispiel die Regelung zu den Share-Deals, die nun was geworden ist, zum Beispiel die Beratung über die Anti-Steuervermeidungsrichtlinie. Alles das gehört zu dem Gefüge unserer Haushaltspolitik dazu, weil es dazu beiträgt, dass eine Krise, die in dieser Art und Weise stattfindet, auch von den Nationalstaaten bekämpft werden kann, weil es keine Verlagerung gibt. Und deshalb auch das noch zum Schluss. Wir haben einen großen Aufschlag, der jetzt möglich wird, auch in der Verbindung mit der neuen amerikanischen Regierung, dass wir eine effektive globale Mindestbesteuerung in der Welt durchsetzen. Und wenn das jetzt eine der folgenden Pandemie ist, dann ist das etwas, was uns weiterhelfen, weit nach der Zeit, wenn die Pandemie vielleicht nur noch eine Erinnerung ist. Schönen Dank.